Ich muss aber noch ein Rathaus bauen. Wo baue ich schon das Rathaus hin, du? Mitten in die Stadt. Ich bin tatsächlich am Überlegen, einfach ein Haus abzureißen und da das Rathaus hinzubauen. Reicht, glaube ich, nicht. Du brauchst, glaube ich, mindestens einen Viererblock. Aber ich glaube, der. Doch, doch, ich glaube, das reicht sogar. Ich guck mal kurz. Oh, schade. Alle stehen bereit. Aber daneben ist doch nichts. Na gut, alle stehen bereit, Junge. Oh, wer ist er? Die Besucher. Eine wunsche Gast aus der Schiffheim. Mhm. Eine Teufelsaustreibung. Ey, mit Brot eine Teufelsaustreibung ist aber schon hart. Mit Brot? Ja, ich kann alles... Damit bewerfen die mit dem Brot, oder was? Ich weiß, ich kann immer alles nur ignorieren, weil ich nicht ausgerüstet bin, obwohl da stand, ja, super. Ich hab schon Schlimmeres gesehen. Ja. Spassis, ey. So, okay. Dann mache ich Folgendes. Dann nehme ich noch ein Haus weg. Und das ist einfach hier an den Rand. Spaß, die sagt er. Ja, sicher. Es reicht immer noch nicht. Nico, was soll das? Es reicht immer noch nicht. Nimm ich noch ein Haus weg. Und die Straße hier weg. Jetzt aber. Vor allem, was soll das, als ob ich da irgendwas für könnte? Ja. So. Ist falsch rum. Wie ist denn das richtig rum? Man sieht's nicht. Ja. Wurstdebakel. Die schändliche Misswirtschaft hinterlässt bei den Anwohnern von Golfing ein starkes Hungergefühl. Experten befürchten, dass der Mangel an Fleisch Einfluss. Ich hab 100 Würste! Ja, das also. Katastrophal ist das. Solltest du dir da mal Gedanken drum machen? Ja, ich glaube auch. Weil das ist sehr wenig. Romantische Plaza. Okay. Oh, Pizzabänke kann ich hier bauen. Guck mal. Nein, der ist falsch rum. Ich habe zwei Statuen gebaut. Das Schiff hat einen Eisberg gerammt. Hey, das ist aber doof. Haben die denn den Film nicht gesehen? Scheinbar nicht. Kann ich ein Loch hinbauen? Was, wo willst du ein Loch hinbauen? Weil ich ein Loch hinbauen kann. Wo? An dem baldigen Platz des Rathauses. Was du da noch hinbauen? Ja, ein Rathaus. Dahinter kommt noch ein Brunnen. Ach so. Das ganz schön scheiße aus, die Gehwege hier. Obwohl, ich kann die bestimmt noch drehen, ne? Geil. Ja. Aber die sehen immer noch scheiße aus. Warum gehen die nicht so ineinander über? Das wäre cool. Ja, das stimmt. Das wäre wirklich cool. Ja, gut. Dann habe ich jetzt erstmal gebaut. Eine Löwenstatue könnte ich hier noch hinsetzen. Noch eine. Nö. Zwei Statuen davor reichen. Ist das so? Hm? Ich denke schon. Okay. So. Kann ich das jetzt eigentlich bauen? Die Hafenmeisterei? Yo.
Da ist auch ein Item für. Geil, ne? Selbstreparatur, 200% und aktive Heilung. Ist das super oder ist das toll? Ne, ist nicht gut. So. Linienschiff wird gebaut. Was brauche ich denn da? Baumwollweber. Ey, meine Güte. Was denn? Kostet ein Anteil bei dir. 164.000. Bei ihm? Mhm. Admiral! Admiral! Jetzt brennt's. Bei dir? Kalikos Halsabschneider entern ein Handelsschiff. Eine wehrlose Handelsbrig wird von abscheulichen Piraten. Der Kapitän der Brig hat viele Freunde in ihrer Mannschaft, die bereit sind, für seine Rettung ihr Leben zu geben. Piraten unter Beschuss nehmen. 20% Erfolgschance, Junge. Ja, komm. Oh, Belohnung entdeckt, sagt Gold. Alles klar, nehme ich mit. Es ist ein guter Kampf, in dem ihre Mannschaft die Nerven behält. Sag mal, kann es sein, dass diese plus 8% bedeutet auf einen Wert von 100 dazu? Das kann sein. Ich habe ein Problem. Wofür braucht man Gold? Später ist das, glaube ich, für irgendwas relevant. Okay, ich werde Talg einfach von Bord schmeißen und nehme Gold mit, alles klar. Und irgendwann werde ich wahrscheinlich das Brot dann opfern müssen. Nein, nicht das Brot. Yay! Ein Kapitän könnte mehr verlangen. Hm. An die Segel und Brassen. Da bin ich. Neues Spielgebiet freigeschaltet. Hast du es endlich entdeckt? In der neuen Welt. Ach, und da oben ist er. Schipper hier rum. Du kriegst hier übrigens ein neues Schiff. Hui. Mit Ressourcen und sowas. Mit dem du eine Insel besiedeln kannst. Moment, muss ich jetzt mit dem Schiff das machen oder mit einem anderen Schiff? Was? Die zoologische Expedition. Ach, mit einem anderen Schiff, okay. Du kannst auch mit dem machen. Achso, dann kann ich diese... Hä, was ist denn die Morgengabe? Was ist das für ein Schiff, Junge? Ja, das hast du gerade bekommen. Das habe ich dir gerade gesagt. Achso, ja, hör ich doch nicht zu, was du mir sagst, ey. Ich merk's. Also mit dem kannst du jetzt hier dann in der neuen Welt dann eine Insel besiedeln. Aha. Geh, ich vertraue dir. Auf ihren Befehl. Geil. Okay, muss ich jetzt erstmal was suchen. Ah, das andere Schiff fährt jetzt einfach zurück. Nee, das ist jetzt einfach noch da. Kann ich das zurückholen? Ich glaube, wenn du es einmal bewegst. Kurs gesetzt. Ich glaube, es mal bewegt. Alles bereit. Bananen, ey, geil. Was muss ich jetzt hier haben? Ruder übernehmen. Bananen sind wichtig für das Volk hier. Aha. Zuckerrohr ist ganz ist wichtig für... Rum brauchst du auch für die Zucker, hier Rum, und dann für Baumwolle, deine... Ne? Ja. Das ist nicht verkehrt. Neue Ziele. Also mein Schiff fährt nicht zurück. Spielstand gespeichert. Obwohl, kann ich das vielleicht... Also wenn du mit dem gleichen Schiff eine Expedition gestartet hast, fährt ja das normal nochmal in die alte Welt. Aha. Und lädt die Sachen auf, die du da reingepackt hast. Aha. Na, irgendwie nicht.
Das steht jetzt hier einfach rum. Oh, nicht schlecht. Die Seepocke. Achso, nee, achso, okay, ich kann dem Schiff aber befehlen, woanders hinzufahren. Ja. Bereit für den Einsatz. Vier Tiere habe ich schon eingesperrt. Geholfen, eingesperrt zu werden. Cool. Ja. Na gut, bei dir kostet jetzt eine Achse aber auch schon 113.000, ne? Ja. Wobei die Werte gerade irgendwie an Lust an Wert verlieren. Irgendwas stimmt da nicht. Who knows, who knows, who knows, who knows. Wird seine Gründe haben. Auch Banane. Was? Banane. Banane. Ah. Ein neuer Auftrag. Ruder übernehmen. Ein Tränchen fürs Maninchen. Das noch. Oh, für Ziegelsteine. Oh, wenn man für die Stahlproduktion nicht so viele Leute bräuchte, würde ich auf einer anderen Insel glatt mal noch eine Stahlproduktion nur für Kanonen starten. Weil das ist ja grausig mit einer Produktionsstätte. Ich hab doch ein Schiff zugeweist. Zugeweist. Jetzt muss ich aber ein anderes Schiff nehmen. Na gut, dann die Viper. Naja, niemals im Arsch, ey. Es bringt mir fürs Jagdglück auch nichts. Was muss ich denn dafür nehmen? Zugeweist. Fisch. Mehr Fisch. Salve. Ich kann ja leider auch keine Holzbretter vom Schiff wegnehmen. Ich hab nämlich keinen Platz im Konto. Wirf's einfach über Bord. Geht nicht. Wie geht nicht? Ja, ich bin gerade bei einer Expedition starten, da kann ich das nicht. Ja, ich mach die später. Ich habe zwei zoologische Expeditionen anscheinend, die ich machen kann. Krass. Bin ich hab schon nur so eine kundische Hilfemission. Wo ich jetzt gerade am Beten bin, dass die nicht dafür sorgt, dass mein Schiff untergeht. Ah. Ja, verständlich. Wo ist denn mein anderes Schiff? Die Menschen lassen sie hochleben. Geil, Schiff findet. Ein Stadtfest. Ach so, cool. Ich habe jetzt genug. Ich baue ein Rathaus. So. Ja, gut, mit der Reaktion habe ich jetzt nicht gerechnet, aber ist okay. Ich habe Kaffee bekommen. Das ist meine verfickte Belohnung. Kaffee. Ist schon später wichtig. Alles bereit. Spielstand. Ja, was interessiert mich denn später? Ja, jetzt? Oh. Sind unterwegs. Hier ist Zuckerrohr und Baumwolle. Leg mich am Arsch. Route eingezeichnet. Okay. Fahren wir die ganze Map hoch, kein Problem. Ist hier schon irgendjemand? Ist mir egal.
Insel, ey. Yo, mein Stahlwerk ist explodiert. Cool. Geht so. Nee, ist schon nice. Muss ich sagen, das sind doch schon. Schon ein starkes Stück, du. Sie hat gesagt, lecken Sie mich, wenn Sie können. Weiß nicht, ob sie das gesagt hat. Kann sein. Ganz schön vulgär hier. Ich steig mit meinem Kontor nochmal auf. So. Tu das. Mach ich auch. Laderampen. Frische Laderampen. Wie viel hältst du denn für eine Laderampe? 5 Millionen. Wäre das mit zu wenig? Los, ihr Narren! Ich glaube, ich tue mal was ich eigentlich nur sehr ungern mache. Ich erhöhe jetzt die Produktion von Kanonen um 20%. Mach das. Ja, der bereitet mich. Guck mal, der hat den gesamten Süden an Inseln. Wird alles. Ihr Schiff ist von der Überfahrt. Das ist doch Kacke. Schiff vom Stapel. Müssen wir ihm alles wegnehmen. Jedes bisschen. Mehr als bereit. So. Neue Befehle? Mein Linienschiff ist fertig. Sehr gut. Heute haben wir ja schon mal zwei. Und das andere Schiff kommt gerade auch zurück. Hast du jetzt noch genug für... Wie viele Kanonen hast du jetzt? Ich hab nicht mehr viele. Ich kann gar keins bauen. Ich habe auch keine Segel. Aber das liegt daran, dass meine Segelproduktion auch angehalten hat. Na, okay. Weil dass ich die gestoppt habe. Aber ich habe wieder 23 Eisen. Heißt, könnte noch eine Kanonenschießerei eigentlich bauen. Mit Eisen oder mit Stahl? Stahl meine ich. Wenn ich Eisen sage, meine ich immer Stahl. Habe ich jetzt zwei Stück. Sollte man ja was mit anfangen können, ne? Eigentlich schon, ja. Spielstand gespeichert. Oh, das können wir theoretisch auch beim nächsten Mal gucken. Denn ich bin müde. Das noch. Ein bisschen müde. Ja.
kommt wieder ein Dampfer. Bananen. Ach, da bist du. Guck mal. Hm? Da ist er. Da bin ich. Der ist ja auch schon voll viel. Naja. Geht so. Alles noch der Anfang. Also das ist alles noch erste, die erste Ausbaustufe. Echt? Ja. Naja. Aber ich brauche halt alleine 3 Rumbrennereien, um den Bedarf von hier und in der alten Welt zu decken. Ha. Und dann ist ein Teil halt noch Baumwollstoffherstellung für die Pelzmäntel. Mhm. Ja, man hat natürlich diese Flüsse halt relativ wenig Platz stellenweise. Mhm. Muss man relativ eng bauen. Ja, sehe ich eh nicht. Das ist gut. Da muss man ja auch mal gucken, wo man anlegt, oder? Irgendwo am besten. Das wäre mal ein Anfang, ja. Und dann am besten irgendwo, wo es gut ist. Also lang Zuckerrohr und Baumwolle erstmal da ist, so gut. Zuckerrohr, Baumwolle, Mais würde ich vielleicht noch. Habe ich. Ich glaube. Kaffee habe ich auch. Ich glaube, das sind so die Sachen, die du am Anfang hast. Banane habe ich auch. Ja, Zuckerrohr, Baumwolle, Bananen. Und Mais ist halt nur für die nächste Stufe dann. Hm. Relevant. So, Konto gebaut. Sehr gut. Zugegeben, sieht ganz so aus, als wären deine Leute zum Kämpfen bereit. Oh. Ja, die hätte ich auch gesehen, die Inde. En Harlow ist von mir beeindruckt. Yay. Ich glaube, sie möchte mich heiraten. Ja, ich glaube auch. Mhm. Denke auch. So. Boah, der hat eine Militärstärke von 103. Wichser, ey. Kann er sowas gucken? In diesem Diplomatie-Fenster. Sehe ich nicht. Achso, wenn du. Wenn du auf sie draufklickst und dann rechts. Hm, ich hab 31. Ich auch. Wie soll man denn den töten? Hm. Dauert ja ewig. Ich kann mich beim Einschmeicheln. Ja, töte ihn von innen heraus. Ja. Vielleicht klappt's. Mhm. Wahrscheinlich aber eher nicht. Nur Pirat, während mir die halbe Flotte der Königin auf den Fersen ist. Ich glaube auch. Das ist gut. So, wollen wir aufhören? Ja. War jetzt auch. Weiß nicht. 5 Stunden? Mindestens. Ich kann. Ja, 5 Stunden, 8 Minuten. Boah. Toll!